Dann habe ich zu ihr gesagt, Schwester, was ist dein Ziel? Ziel ist Paradies, oder? Sagt sie, ja klar, ist okay. Wenn du auf deinen Mann hörst und nicht dahin gehst, selbst wenn er dir Unrecht tut, kriegst du Hasanat dafür, kriegst du guten Taten dafür und du hast im Jenseits Dings. Oder ist dein Ziel, hier irgendwie Spaß zu haben mit der Freundin? Was ist dein Ziel? Weißt du, was sie gesagt hat? Subhanallah. So habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht. Jetzt fällt mir das total leicht, da fahre ich eben nicht zu meiner Freundin. Versteht ihr, jetzt sind eigentlich Kleinigkeiten, aber so hilft der Islam, dieser Maßstab, hilft dir, diese Probleme auf diese Art und Weise zu klären. Denke an dein Ziel. Und hier kommen wir weiter. Jetzt gehen wir zurück zu diesem Brief. Er will also jetzt sagen, wenn es solche Verse im Koran gibt, kann der Koran nicht richtig sein. Schlagen wir mal die Bibel auf. Und es geht mir nicht darum, die Bibel zu schlecht zu machen oder irgendwas. Es geht mir einfach nur um den Vergleich. Ja? Da steht, ein Moment, das ist 4. Buch Moses, Vers 31, es geht um Moses. So. Also Gott sprach zu Moses, indem er sprach. Also Gott spricht. Nimm Rache für die Söhne Israels an den Midianitern, danach wirst du zu seinem Volk versammelt werden. Da redete Mose zum Volk und sagte, rüstet aus euren Reihen Männer für das Heer aus, damit sie gegen Midian Dienst tun und Gottes Rache an Midian zu vollstrecken. Tausende von jedem Stamm, von allen Stämmen Israels, werden ihr ins Heer entsenden. Demgemäß wurden aus den tausend Israels tausend von einem Stamm zugeteilt. 12.000 zum Heer gerüstete. Dann entsandte Moses sie tausend von jedem Stamm zum Heer, sie und Pineas, den Sohn Eleazars, des Priesters zum Heer, und die heiligen Geräte und die Trompeten zum Blasen, der Aufruf waren in seiner Hand. Und sie gingen daran, gegen Midian Krieg zu führen, so wie Gott es Moses geboten hat. Also Gott befiehlt Moses, Krieg zu führen gegen die Midianiter. Und sie töteten dann alles, was männlich war. Alles, was männlich war, wurde getötet. Auch die Kinder. Ja? So, dann weiter. Und sie töteten die Könige von Midian zu den anderen Erschlagenen hinzu, nämlich Evi und Rekon und Zur und Hur und Reba, die fünf Könige Midian. Und sie töteten Bileam, den Sohn Beors, mit dem Schwert. Die Söhne Israels führten aber die Frauen von Midian und ihre kleinen Gefangenen weg. Und alle ihre Haustiere und ihren ganzen Viehbestand und alle ihre Mittel des Unterhalts erbeuteten sie. Und alle ihre Städte, in denen sie sich angesiedelt hatten, und alle ihre ummauerten Lager verbrannten sie mit Feuer. Also alles wurde verbrannt. Dann geht's weiter. Und sie machten sich daran, alle Beute und alles an Menschen, Haustiere, Beute zu nehmen. Und sie brachten dann die Gefangenen und das Eingefangene und die Beute zu Moses und Eleazar, dem Priester, und zu der Gemeinde der Söhne Israels zum Lager. So. Dann zogen Moses und Eleazar, der Priester, und alle Vorsteher der Gemeinde vor das Lager ihnen entgegen. Und Moses wurde zornig über diejenigen, die über die Streitkämpfe bestellt waren. Also die haben erstmal alles platt gemacht dort, alles abgebrannt, die ganzen Männer getötet. Und jetzt wird Moses wütend, als sie zurückkehren. Weil es geht ja hier, er will ja hier sagen, weil im Koran steht, und wenn die verbotenen Monde abgeschlossen sind, tötet sie, wo immer ihr sie findet. Das ist der Beweis, dass also der Koran nicht von Gott sein kann. So, jetzt kommt es weiter. So, die wurden von Gott befohlen, laut Bibel. Wir glauben, dass die Bibel viele Dinge richtig sind und vielleicht auch Fälschungen reingekommen sind, aber der Christ glaubt, dass das Wort Gottes ist. Pur. So, dann gehen wir weiter. So. Dann sagte Moses, ja, warum habt ihr die Frauen am Leben gelassen? Sie waren es doch gerade, die die Männer verführt haben, von Gott abzufallen. Nun tötet alles Männliche unter den Kleinen, also auch die Kinder, die männlich sind, und tötet jede Frau, die mit einem Mann Verkehr gehabt hat, also keine Jungfrau mehr ist, indem sie bei einer männlichen Person lag, und erhaltet alle Kleinen unter den Frauen für euch am Leben. So. Wenn er sagt, dieser Vers soll ein Beweis sein, dass der Koran nicht von Gott ist, dann müsste ja im Umkehrschluss dieser Vers ein Beweis sein, dass die Bibel nicht von Gott ist. Es wird natürlich sagen, das steht im Alten Testament. Was sagen wir dann? Wir sagen, laut Christentum ist Jesus Gott. Sohn Gottes und inkarnierter Gott in einem.
Geh, viele glauben das nicht, geh zur Kirche, frag mal den Priester, katholische Kirche, evangelische Kirche, griechische orthodoxe Kirche, frag mal, ob Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Laut deinem Glauben, er wird sagen, ja. Ob Jesus ewig ist in diesem Sinne. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und so weiter. Wird sagen, ja. Dann sagen wir, wenn das so ist und Jesus Gott ist, hier steht, Gott hat das Moses befohlen. Und laut deiner Bibel sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 17, kein einziges Gesetz von dem, was war, wird vergehen. Und mit keiner einzigen Silbe wird im Neuen Testament in vier Evangelien erwähnt, dass Jesus sagt, da wäre irgendwas falsch. Das heißt, wenn ein Christ das Alte Testament, die Bibel als Maßstab nimmt und will dann sagen, der Islam ist falsch wegen diesem Vers, dann sagen wir, dann hast du dich gerade selber widerlegt. Das heißt, hier ist jemand, der logisch argumentieren will und der sich dabei selber einen Knockout gibt. Der will logisch argumentieren und argumentiert gegen sich. So, dann geht es weiter im Text. Dieser Vers, wo er sagt, wenn die Schutzmonate abgelaufen sind, tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet. Was ist damit gemeint? Ist damit jeder gemeint? Wenn das so wäre, wie lange haben die Muslime Indien beherrscht? 800 oder 1000 Jahre. Wie lange waren die in Andalus? Jahrhunderte. Warum gab es da überhaupt noch einen einzigen Christen? Heute, nach nicht-muslimischen Quellen, sagen die, dass die jüdische Kultur eine Blüte erlebt in Andalus. Nur als Beispiel. Das heißt, dann gäbe es heute da keinen einzigen mehr. Es gäbe keinen einzigen arabischen Christen mehr. Wer ist hier Araber? Du bist doch auch Araber, ne? Inshallah, Alhamdulillah. Okay, aus welchen Ländern kommt ihr? Wer kommt aus Palästina? Ich habe gesehen, hier sind viele Palästinenser, ne? Okay, Mashallah, hier sind ja viele Palästinenser. Marokko? Syrien? Anderes? Algerien? Tunesien? Tunesien? Wer ist Tunesien? Behi Barsha, Behi Barsha. Ägypten. Okay, ihr seht, aus verschiedenen Ländern. Die meisten Araber heute, glaubt mir, 100%, eure Vorfahren waren garantiert Juden oder Christen gewesen, die von der Religion her. Es gibt einmal Juden, es gibt einmal jüdisch, Juden im Sinne von dem Stamm, von dem Blut und einmal im Sinne von der Religion. Aber 100%, in den 90% Christen gewesen. Wie kommt das? Aber warum gibt es überhaupt heute noch 15.000 koptische Christen in der arabischen Welt? Also müssen wir gucken, wie ist dieser Vers zu verstehen? Wenn jemand sagt, wenn ein amerikanischer General sagt, tötet alle Vietnamesen, dann fragen wir, in welchem Kontext ist das? Ist es auf dem Schlachtfeld oder ist das allgemein gemeint? Das heißt, hier ist es in einer bestimmten Situation herabgesandt worden. Und damit ist nicht gemeint, dass jeder Mensch getötet wird. Das nur nebenbei. Ich habe darüber einen Vortrag gemacht, wie steht der Islam zum Terrorismus. Jetzt geht der Weiß weiter. Ein islamischer Gelehrter bezieht sich mit folgender Bemerkung auf diesen Abschnitt. Und ein Verräter, der des Hochverrats schuldig ist, ist ein Gesetzloser und kann ohne besondere Vollmacht von jedem Moslem getötet werden, sagt er. Erstmal, ich weiß nicht, welcher Gelehrter das gesagt hat. Und die Aussage von irgendeinem Gelehrten ist auch kein Maßstab für uns. Aber die Frage ist ja, was will er hiermit, ihr müsst dazu zurückgehen, was will er hiermit beweisen? Er will damit beweisen, Islam ist falsch. Weil irgendjemand irgendwas gesagt hat. Dann sagen wir jetzt ja, der so und so von den Kreuzzügen hat dieses oder jenes behauptet. So, jetzt kommt, Jesu Methode war und ist es, das Herz des Einzelnen anzurühren, sodass er oder sie sich aus Liebe zu ihm öffnet, statt durch Zwang oder Kontrolle. Das heißt, er will jetzt sagen, wenn es immer heißt, Liebe, 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 das ist richtig, und Zwang, Kontrolle ist falsch. Erstmal, wir können diesen Vers, diese Aussage nicht so stehen lassen. Wir lassen diese Aussage nicht so stehen, weil der Muslim hat drei Motivationsgründe. Erstens, Angst. Oh, das ist jetzt keine Reihenfolge, sondern ich zähle die einfach auf. Angst, Hoffnung, Liebe. Diese drei Dinge müssen bei jedem vorhanden sein.
Man sagt, die sind wie die Flügel. Angst und Hoffnung sind wie die Flügel. Wenn du keine Angst hast, aber hast Hoffnung, dann du wirst nicht richtig fliegen. Wenn du aber nur Hoffnung hast und keine Angst, wirst du auch nicht richtig fliegen. Warum? Weil du Angst brauchst. Angst ist eine Methode. Angst ist ein menschlicher Instinkt, der wichtig ist. Stell dir vor, du hättest einen Menschen, der absolut keine Angst hätte. Der wird keine, der geht, stell dir vor, man nimmt jetzt alle Angst von dir raus. Diesen Instinkt Angst. Du kannst kein Jahr überleben. Weil du wirst sagen, da ist die Straße, ich gehe einfach rüber. Du wirst sagen, da ist ein Abgrund, ich gehe einfach runter. Warum? Wenn du am Abgrund irgendwo stehst, beispielsweise auf einer Anhöhe. Kamera. Du stehst an einer Anhöhe, da ist 100 Meter runter. Und du stellst dich dorthin, du hast automatisch Angst. Angst ist ein Instinkt, der dich schützt. Und so ist die Angst in der Religion noch ein Instinkt, der dich schützt, dass du Angst hast, vor in die Sünde hineinzufallen. Wenn du nur Liebe und Hoffnung hast und sagst, Gott vergibt mir sowieso, dann wirst du sagen, ja, wo ist das Problem? Jede Woche eine andere Freundin ist doch kein Problem. Nicht-Muslim, der den Islam sozusagen widerlegen will und zeigen will, dass das Christentum wahr ist. Und wir haben gesagt, er kam mit einem Vers, den er Vers des Schwertes genannt hat, wo zum Töten aufgerufen wird. Was haben wir dazu gesagt? Wir haben erstmal gesagt, wenn er dies als Maßstab für die Falschheit einer Religion nimmt, dann hätte er damit gleichzeitig das Christentum widerlegt, weil in der Bibel Verse vorkommen, wie wir vorgelesen haben, Numeri 31, wo zum Töten aufgerufen wird. Ja? Nur mal erstmal als Grundgedanke. Dann haben wir gesagt, ist das Nichtvorkommen von Gewalt ein Maßstab für die Richtigkeit eines Weges oder einer Religion? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt, denn wenn wir müssen hier unterscheiden zwischen gerechtfertigter Gewalt und nicht gerechtfertigter Gewalt. Denn die Polizei beispielsweise, die wendet Gewalt an. Wenn jemand ein Bankräuber ist oder wenn jemand etwa ein Verbrechen begeht, dann wendet die Polizei Gewalt an. Aber normalerweise sollte sie das zu einem gerechten Zweck. Stellt euch vor, es gäbe keine Polizei. Dann würde es drunter und drüber gehen. Dann würden die asozialen Elemente einer Gesellschaft die Macht übernehmen und würden die Menschen unterdrücken. Das heißt, zu sagen, das Nichtvorkommen von Gewalt sei der Maßstab für die Richtigkeit, ist ein falscher Gedanke, ist ein falsches Argumentationsmuster. Jetzt gehen wir weiter. Er sagt, er kommt da mit dem Vers, dann sagt er, er geht auf einen Gelehrten ein und dieser Gelehrte sagt, wer des Hochverrats schuldig ist, ist ein Gesetzloser und kann noch ohne besondere Vollmacht von jedem Moslem getötet werden. Wir würden uns mal gerne fragen, wo hat er das her? Er sagt, das hat er von irgendeinem Gelehrten hat er das. Deswegen, für den, der nach dem Islam sucht, suche nach authentischen Quellen, nicht was hat Hinz und Kunz erzählt. Wenn ich mich über einen Weg informieren will, wo muss ich mich informieren? Ich muss mich bei den Leuten informieren, die richtiges, authentisches Wissen haben. Und das Gute im Islam ist, wenn man jemanden fragt, selbst wenn er einem eine falsche Information gibt, man hat die Möglichkeit, zu den Quellen zurückzugehen. Denn das ist das, was den Islam, und das ist meine Meinung, und das ist das, was ich immer sage, wenn man zu mir sagt, gebe mir in einem Satz eine Begründung, warum der Islam der wahre Weg zu Gott ist. Jede Religion sagt von sich selber, unsere Religion ist der eine wahre Weg, alle anderen Wege sind nicht korrekt. Der Islam sagt das auch. Das Christentum sagt das auch. Wir sagen das. Wenn mich jemand fragen würde, gebe uns einen Beweis oder eine logische Antwort darauf, warum ist der Islam der wahre Weg in einem Satz oder in zwei Sätzen oder in drei Sätzen, dann würde ich sagen, weil der Islam auf authentische, unverfälschte Quellen vom allmächtigen Gott basiert. Die Quellen können authentisch sein und unverfälscht sein, kann aber sein, dass sie nicht vom allmächtigen Gott stammen, sondern vom Satan. Die Quellen können verfälscht sein und können ursprünglich von Gott sein. Wie zum Beispiel, was wir Muslime behaupten, dass die Bibel ein gutes Buch ist. Wir sagen, die Bibel hat viele Weisheiten. Wir sagen in der Bibel,